Herzlich willkommen zum nächsten Private Battle in the Cooling. Ja, wir machen wieder ein schönes Ründchen Private Battle. Okay, letzte Folge könnte schon ziemlich krass gewesen sein. Da haben wir aber auch ziemlich aufgeräumt. Ja, Culling. Momentan ist ein echtes Problem. Viele Leute verlieren den Spaß. Jetzt nicht am Private Battle, zum Beispiel auch Kundran und ich. Hatte ich ja letztes Mal schon erzählt. Es ist nicht daran, dass es keine Abwechslung gibt oder so. Also keine zu wenig Maps oder sowas. Das ist ganz egal. Die Anzahl der Maps ist nicht wichtig für so eine Art von Spiel. Aber es fehlt irgendwas. Es fehlt so ein bisschen. Bei dem Kampfsystem fehlt mittlerweile der nächste Step. Das müsst ihr entschuldigen, das müsst ihr auch verstehen können. Ich versuche diese Folge jetzt ein bisschen witziger zu machen. Witzig im Sinne von, ich muss nicht alle töten. Ich habe 6 Leute gekillt beim letzten Mal. Das ist natürlich schon ein bisschen viel. Sollte ich aber natürlich Kundan, Fisk oder Liquid sehen, dann haue ich da schon drauf. Alle anderen ärgere ich ein bisschen. Versuche mal irgendwas Sneaky-mäßiges, irgendwas richtig Krasses. Ich könnte vielleicht jetzt nochmal, jetzt wo keiner damit rechnet, die Steel Snares, wenn ich sie finde, in Kombination mit einer Gasbombe. Das wäre, glaube ich, nochmal der nächste. Okay, ich habe Speed. An deiner Stelle hätte ich mich angegriffen. Wenn ich Kundan sehe, habe ich gerade eben gesagt, werde ich draufhauen. Das mache ich jetzt nur nicht, weil ich gerade noch Schiss hatte, den Kampf zu verlieren. Und ich mich gerade nicht überlegen gefunden habe. Was gut ist, momentan kann ich ja in Culling machen, was ich möchte. Viele Leute haben auch einfach Schiss, gegen mich zu kämpfen, was ein Riesenvorteil für mich ist. Schade. Hallo, die will mich töten. Da draußen liegt noch mein Cleaver. Ich habe den hier gegen geworfen. Das ist ein Craft. Hat die jetzt mein Cleaver? Ne, dafür schlägt sie zu oft drauf. Ich habe meinen ganzen Cleaver jetzt verloren wegen der Kackaktion. Ja, von hier da oben gegen geschmissen. Das heißt, er müsste eigentlich hier. Was ist denn da oben los? Ich habe gerade was gesehen. Komm schon. Scheiß Zeitverlust. Ich will wissen, was da oben los ist. An enemy received a major beatdown. So much that it killed him. You people are savages! Na, Holler? Das Perk muss ich dir leider abnehmen. Spoiler für neue Patches. Crafting Boomerang. Ein Boomerang hätte ich gern. Wäre auch eine geile Idee eigentlich. Jetzt müsste ich aber eigentlich auch gleich Shigo töten, wenn ich sie sehe. Hier war... Hodder ist ein ganz guter eigentlich. Ach, ich habe immer ein mega schlechtes Gewissen, wenn ich die Leute in den Private Matches töte. Ne? Das tut mir immer so
Keine Ahnung, ich weiß nicht. Oh, das ist meine Steals näher. Wer immer da jetzt kommt, tut mir leid. Entschuldigung. Mann, ich hab mega schlechte Gewissen. Ich möchte die Private Battles gar nicht mehr machen. Das tut mir aber mega leid. Ich glaube, sie ist zu tief gefallen und hat sich, deswegen konnte sie nicht wegrennen. Scheiße. Ich hab's versucht, so aussehen zu lassen, sondern ist cool. Ja, ich hab einen neuen Airdrop, um eigentlich ein bisschen zu trollen. Ich will noch meine Gasgranate machen. Gasgranate wollte ich noch. Und noch was zum Werfen. Riders on the Storm. Ich mach die schon mal fresh. Okay. Dann halt nicht. So, mach mal das Gas da weg. Daher kam's. Nur wo kann ich jetzt einen hinlocken, dass er auf...
Mist, den kann ich hier nicht reinlocken. It's time for Loot Express. In 2 minutes, a random package will be delivered to Culpepper Outfitter. Wieder. Ah, der wieder.
Schade. Boah, volle Konzentration, ey. Oh, da haben sie beide auf mich geschossen, leider. Wie letzte Mal auch. So sind sie. Ich guck mal, wie ich Fisk erwischt habe. Da kommt sie leider nochmal hoch. Ich denke, wie viel Schaden das gemacht hat. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut euch noch das Finale an bei Kundran oder bei Fisk. Helptology-Kanal oder bei SofaGaming. Bis dann, macht's gut. Ciao.